Die Natur die tut uns gut. Auch Leute, die in der Stadt wohnen, die können die Natur zu sich heimholen. So kommt man auch die Gelegenheit, über viel Spannendes zu beobachten und die Natur besser kennenzulernen. Wenn man die Natur möchte fördern möchte, dann sollte man auf einheimische Wildpflanzen setzen. Ihre Blüten und ihre Blätter die bieten Nahrung für die Insekten und von diesen Insekten profitieren dann eben auch wieder die Vögel. Ein grünes Zuhause mit Wildpflanzen, das lässt sich durchaus auch auf einem Balkon einrichten. Es gibt verschiedene Wildpflanzen, die sich im Topf ziehen lassen und Wildbienen besuchen Balkone in bis zu 30 Meter Höhe. Wer eine Terrasse zur Verfügung hat, der kann in grossen Töpfen oder Trögen sogar ganze Blumenbeete anlegen oder auch kleinere Sträucher pflanzen. Mit ein bisschen Kenntnis über verschiedene Pflanzen hat man von Frühling bis Herbst ein buntes Blütenangebot und so nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch Nektarquellen für die Insekten. Mit Kletterpflanzen wie Hopfen, einem windenden Geissblatt oder auch den Waldreben kann man auf Terrassen und auf Balkonen grüne Wand bilden. Eine so grüne Wand, das ist eine relativ platzsparende Methode, wie man die Natur zu sich heimbringen kann. In ihr finden verschiedene Insekten und auch Vögel Nahrung und Versteck. Und wenn die Wände jetzt grossflächig begrünt werden, dann verbessert das auch das lokale Klima, weil die Wände die verhindern, dass sich Gebäude im Sommer stark aufheizen. Ein positiver Nebeneffekt von grünen Wänden ist auch, dass sie für Sichtschutz und mehr Privatsphäre sorgen. Apropos Privatsphäre, man kann natürlich nicht nur Wände begrünen, sondern auch Zäune, z.B. zwischen Grundstücken. Für Leute, die im Erdgeschoss wohnen und einen Aussenplatz haben, gibt es die Möglichkeit, entlang von Hauswänden Blumenbeete anzulegen. Optimalerweise schaut man, dass die Blumenbeete einen mageren, käsigen Boden haben, weil das verschiedene Wildpflanzen gerne haben. Und diesen Boden den bepflanzt man dann mit einheimischen Wildstauden, z.B. der Königskerze, dem Natterkopf oder auch Wegwarten, Wundklee oder Skabiosenflockenblumen. Und wenn genug Platz rum ist, dann kann man auch wilde Karten setzen. Zäumli sind eine beliebte Nahrung beim Stieglitz. Vielleicht sind sie auch für die Pflege eines Grünareals zuständig oder sie können bei der Umgebungsgestaltung mitreden. Rasenflächen, die kaum genutzt werden, die kann man in eine Blumenwiese umwandeln. Und das nützt nicht nur in vielen Tieren, sondern es braucht auch weniger Pflege. Wenn man jetzt die Fläche gleich ein bisschen häufiger begehen möchte, dann bietet sich eher ein Blumenrasen an. Er wird ein bisschen häufiger gemäht wie eine Blumenwiese und hat darum eine weniger grosse Vielfalt an Blütenpflanzen. Er ist aber für Insekten und Vögel immer noch interessanter wie ein monotoner grüner Rasen und er macht auch weniger Arbeit als der. Von vielfältigen Grünflächen in den Wohnquartieren und generell von mehr Natur in der Stadt profitieren nicht nur die Vögel, die Insekten und andere Tiere, sondern auch wir Menschen. Und neben diesen Beispielen gibt es noch ganz viele weitere Möglichkeiten, wie man die Natur zu sich einladen kann. Viel Spass beim Umsetzen und beim Entdecken!